Very fast half output inserter. Was soll der Mu? Smart very fast output inserter. Ah, okay. Und haben wir hier smart long half output. Das sind immer noch nicht lange Schnelle. Doof ist das. Sehr doof. Na gut, dann bau bitte. Wenn das schon nicht was wird. Bau bitte Logistikroboter und passive Provider Chests. 50-50, das ist schnell gemacht. Und du bekommst mal da drei davon. Und du bekommst auch schnelle Ärmchen. So. Brauch ja nur 5 Stück davon. Haben wir derweil hier oben noch irgendwelche Probleme? Wir könnten den Wald wegholzen in der Zwischenzeit. Na komm, warum nicht? Können wir dich wegholzen und wenn ich dann nachher wieder runterlaufe, dann kommt das alles in die Fabrik und dann kriegen wir wieder Samen und kriegen wieder mehr Zeug und dann passt das schon. Und wir haben jetzt ja auch die Chips oder die Sachen erforscht, die das Rubber brauchen. Wobei ich dafür auch noch keine Fabrik habe, aber ja. Oder kommt das in den Schmelzofen? Ich weiß gar nicht, wie das hergestellt wird. Wo ist das? Oh. Wir haben das erforscht, was Rubber braucht, aber wir... Ah, doch da. Einfach nur Resin in den Ofen schmeißen. Ja, gut. Das ist nicht so kompliziert. Warum hast du aufgehört zu arbeiten? Du hast keine grünen Chips mehr. Und es sind genau 5. Giri, dann bau mir bitte eine modulare Rüstung. Und wir laufen derweil schon mal nach oben und es sieht so aus, als wenn es dunkel werden würde. Das ist doofes Timing. Muss ich einfach nur schneller sein als das Licht? Ja, gerade nach oben, ein bisschen links vielleicht noch. So. Und im Notfall können wir Schreien weglaufen und hier Lasertürme positionieren. Aber ich denke mal, das werden echt nur Medium-Viecher sein. Weil wir ja doch recht gut darauf geachtet haben, dass kein Smog bei den Basen ankommt. Was halt auf Nummer sicher spielen bedeutet. Aber ich spiele lieber auf Nummer sicher, als wenn wir jetzt nochmal ganz von vorne anfangen müssten. Ah, sind noch Medium. Ja, es läuft super gut. Super gut. Zack. Wo kommst du her? Was ist da oben? Kam von hier oben. Da ist schon mal noch eine Basis und ein riesiges Kohlefeld. Oh, und ein... Ja. Yeah. Mehrere Spawner. Also wirklich viele. Und dafür dann hier, ne? Kristalle. Es ist ein Muster. Wo viele Beißer sind, sind ganz wenig Kristalle. Aber wenigstens sind da Kristalle. Oh, warte mal. Dich hier kann ich auch auseinandernehmen. Komm mal her. Gott. Oh, auch weg. Her damit. Und das war's, glaube ich, hier oben schon. Lauf. Hui. Und Logistikroboter sind fertig. Sehr schön. Dann hätte ich gern die Kisten, die dazugehören. Und wo bin ich? Bin an dem regulären Weg zu unserer Basis vorbeigelaufen. Und ich habe die Rüstung gar nicht angezogen, hm? So. Wollen wir dann mal die Basis versuchen? Ich meine, wenn wir jetzt die Rüstung schon haben und so. Lauf mal schneller hin. Ja, schaut gut aus. Oh. Ja. Einer weg. Ja, das sind die Würmer. Würmer. Nein! Das ist nicht gut. Ich unterschätze diese doofen Viecher immer wieder. Und weg. So. Weg.
nicht gut. Nicht gut. Und ich komme mir jetzt schlecht vor, weil ich den Save-Funktion da benutzt habe. Ich müsste jetzt eigentlich irgendwas von mir zerstören zum Ausgleich. Aber dann dauert das Ganze ja noch länger. Ich will jetzt langsam in die Phase kommen, wo es mit den Robotern funktioniert und wo wir vom Tech-Zeug weiterkommen. Wenn ich jetzt irgendwas Teures von mir in die Luft jagen würde als Ausgleich, wäre das doof. Also lassen wir es einfach. Tun wir so, als wäre das nie passiert und dann ist gut. Du bekommst nochmal 100 davon. Und nochmal 10 davon. So. Falls wir demnächst wieder blaue Dinger da brauchen. Du kommst mit. Dich lagern wir gleich ein. Und dann müssten wir eigentlich schon die ersten Roboports bauen, richtig? Ja, sehr schön. Bau, bau. Und die dazugehörigen Kisten können wir noch nicht. Warum nicht? Komisch, okay. Oh, und theoretisch müssten wir dann ja auch eine Produktionslinie bauen für die Roboter. Also Skynet wieder. Weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich das wieder so krass automatisieren will wie in der letzten Welt. Also es war schon schick, aber das brauchen wir einfach hier nicht. Wir brauchen die Roboter echt nur für die Sachen, die von unten nach oben gebracht werden müssen zum Beispiel. Ja, das ist alles hier nicht notwendig. Also da zum Beispiel, daraus könnten wir dann eine Provider-Chest machen und dann irgendwo anders die von MK1 zu MK2 Upgrade-Fabrik hinstellen und die bekommt dann auch nochmal Roboterkisten. Aber sonst läuft das ja alles hier durch. Na gut, Roboport. Das... ja. Und die passen nicht in das Muster rein. Das ist nicht schön. Was ist mit hier? Hier am Rand lang. Erstmal brauche ich Strom, um zu gucken, wo welche Masten sind. So. So. Und dann hier die Reihe. Dass wir die da irgendwie zwischenquetschen. Weil die Reichweite von denen ist dann bis zum Fließband hier hinten. So. Baue ich erstmal hin. Spricht ja nichts gegen. Das heißt, die Kiste wäre mit drin. Und... die Kiste da unten wäre ganz knapp noch mit drin. Ja, ja. Und wir können aus der roten Kiste auch eine Provider-Chest machen und da würde sie oben hingebracht werden zu den blauen Chips. Müsste aber gut reguliert werden, weil wir wollen halt auch ein paar rote Chips für uns haben. Jetzt das nächste Problem wäre, wir müssten jetzt eine Roboport-Reihe machen bis ganz nach oben. Also hier noch irgendwo einen hin. Du kannst weg. Da zum Beispiel. Wo wäre ganz gerade? Ganz gerade wäre... hier. Da ist der Baum im Weg. Du, weg. So. Das wäre auch noch abgedeckt. Wie viele Roboports bräuchten wir denn jetzt, um bis ganz nach oben zu kommen? Ja. Puh. Vier? Ja, ich glaube vier. Das ist nicht schön. Echt nicht schön. Aber gut, wir haben noch nicht mal Roboter, also sollte ich da noch genug Zeit für haben. Wir brauchen Kupfer, wir brauchen Stahl. Das müssten wir eigentlich vorrätig haben. Nein, nicht da. Da. Stahl. 225 Kupfer pro Ding. Das ist schon krass. Wie viel haben wir hier? Ja, doch. Haben genug. Was fehlt jetzt? Plastik. Nee, das kannst du mir nicht erklären. Wir werden keinen Plastikmangel haben. Richtig. Da war was. Was fehlt jetzt? Achso, 45 rote Chips. Ja, okay, ich habe nicht daran gedacht, dass ich die ganzen roten Chips dann selber in meinem Inventar herstelle. Das dauert.
Es dauert ewig. Aber 45 rote Chips hier wegzwacken, das ist mal nicht so eben. Okay. Das heißt, ich müsste jetzt mein Spieleinventar eine halbe Stunde lang nebenbei durchlaufen lassen, um die ganzen Chips herzustellen. Aber das klappt nicht. Ich baue doch immer zwischendurch irgendwas anderes. Und dann müsste ich jetzt wieder abbrechen und... Ach, nee, das ist nicht gut. Aber bleibt gerade nichts anderes übrig. Ja. Okay, ich ignoriere einfach erstmal die Roboports. Die werden mit der Zeit nach und nach gebaut. Und überlege mir jetzt, was noch gemacht werden müsste. Also, wir bräuchten... schnelle, verdammte rote Ärmchen. Okay, das ist eine Sache, die mich wirklich stört. Das heißt, ich sollte mich damit jetzt auch mal ein bisschen länger beschäftigen. Also, ich will, dass die grünen Chipfabriken einfacher an ihr Kupferdraht kommen. Und zwar wären das dann die beiden hier. Das heißt... Und die grünen Chips sollen natürlich auch alle gepuffert werden. Warum genau? Damit es dazu keinen Mangelerscheinung kommt. Das ist okay. Könnte ich aber trotzdem hier vielleicht das unterirdisch machen? Ich teste mal. Das macht er nicht, ja? Nee, macht er nicht. Schade. Okay. Es geht alles nicht auf. Also ich hätte mir jetzt überlegt, hier Kupferdraht abzuzwacken mit dem Splitter, dann einmal rumzufahren und dann unterirdisch da hinten raus und dann hier lang und dann die beiden von da befüttern. Aber nee, das... Oh. Warte mal, wir haben einmal Kupferdraht, das hier lang läuft. Wir könnten die Fabrik allerdings... Warte mal, kann ich die schneller machen? Kommt es trotzdem hinterher? Ja, kommt es. Okay. Machen wir die mal einfach weg. Und setzen hier sowas hin. Nicht da drauf. Auf keinen Fall da drauf. Machen dann hier normale Ärmchen. Normale, schnelle Ärmchen. Komm schon. So. Mach mal ein ganz schnelles Ärmchen. Haben wir auch ein ganz schnelles halbes Ärmchen inzwischen? Very fast, half output setter. Ja, her damit. Jetzt müssen wir das Zeug schon abbrechen. So. Du auf die Seite. Was? Oh, jetzt sollen wir das gleiche gebaut haben. Very fast output inserter. Very fast output inserter. Warum? Achso. Warum legst du das denn nicht rauf? Very fast output inserter filter. Achso, du bist ein Logistik. Very fast output inserter. Wir haben zu viel. Zu viele Ärmchen. So. Und wir können jetzt Provider Chest und Requester Chest bauen. Das ist sehr, sehr gut. Nächster Schritt wäre die Geschwindigkeit von denen, hm? Beziehungsweise das hier. Mache ich erst... Akkus wollte ich auch noch bauen, damit die Lasertürme auch einen schönen Puffer haben. Ja komm, machen wir die kurz, die gehen schnell. So, also mein Plan hier. Du da, du da, du darum. Fährst jetzt hier lang. Darunter. Da unterirdisch. Darum. Darum. So. Und dann kommen jetzt hier schnelle Ärmchen hin. Und zwar. Ja, schnelle. Die, die hier rein tun. Und da kommen schnell die, die da rein tun. Und dann gucken wir mal nach. Jetzt mangelt es am Eisen, das nicht schnell genug reingetan wird. Von wo kommt Eisen? Von da hinten. Dann mach mal bitte ein ganz schnelles Ärmchen
Du bist jetzt kein Filter, oder? Very fast output inserter filter. Very fast half output inserter. Du. Okay, das läuft jetzt ratzfatz durch. Was ist, wenn ich das noch schneller machen will? Dann kommt gar nichts mehr an. Ach so, weil die schnell... Haha. Okay, du musst weg. Da muss jetzt auch ein schneller hin. Very fast output inserter. So. Wie schaut's aus? Richtig, richtig gut schaut das aus. Eisen hinkt ein kleines bisschen hinterher, aber das kommt nur, weil da kein Eisen ankommt. Ist ein bekanntes Problem, lässt sich nicht beheben. Aber die Fabrik an sich läuft schon mal super schnell. Und wenn wir die jetzt auch noch schneller machen würden... So... Ja, Eisen. Okay, das heißt, also vom Prinzip her klappt es. Praktisch fehlt halt der Eisennachschub. Dazu müssten wir dafür sorgen, dass das Fließband hier schneller wird, damit mehr schnell durchkommt. Und das da müsste ein ganz schnelles Ärmchen werden. Ganz schnelles, ganz normales Ärmchen. So. Und das Fließband müsste eventuell auch schnell gemacht werden. Und ich klaue mir mal... Bisschen Eisen hier und tue es in die untere Kiste. Damit die nicht allzu schnell leer wird. So, kommt jetzt genug an unten bei den Chips. Nein. Weil die hier alles aufmüffelt. Okay, ein ganz bisschen kommt durch. Ja, wie schaut das aus mit roten Fließbändern? Was brauchen wir dafür? Wir brauchen ganz viele Eisenzahnräder. Du kriegst bitte mal ein schnelles Ärmchen. Und du kriegst bitte mal ein schnelles halbes Ärmchen. Und du kriegst bitte auch nochmal Speedmodule. Und du kriegst sogar noch ein schnelleres Ärmchen. Was fehlt da jetzt? Eisen. So, Eisen. Schnelles, normales Ärmchen. Da. Nom 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 nom. Gut. Wir brauchen bald die blauen Fließbänder. Deswegen brauchen wir jetzt überall die roten. Deswegen werde ich da mal mit der Produktion schön anfangen. Dich wieder leer machen. Was? Wow. Okay, dich leer machen. 175 rote Fließbänder. Das klingt doch richtig gut. So. Eisenversorgung sieht nicht mehr so gut aus. Ah, ich verdränge jedes Mal, dass wir nur begrenzt Eisen hier haben. Akkus 2? Was machen Akkus 2? Ach, T2 Akkus. Das ist sehr schön. Okay, kurz innehalten, durchatmen, Gerogon. Wir haben, wie gesagt, ein Eisenproblem. Das heißt, bald ist kein Eisen mehr da. Wir sollten also in der Lage sein, uns den Weg freizuschießen zu dem nächsten Eisenfeld. Und dann in der Lage sein, es auch gut zu sichern. Dafür haben wir halt die Schrotflinte gebaut zum Beispiel. Was wir allerdings auch bräuchten, wäre das Ding hier. Damit wir vor den Gegnern weglaufen können. Falls es mal schief läuft. 30 rot. Ja, okay. Sachen werden halt teuer. Das heißt, für das bräuchten wir die Solarpanels. Das wäre also ein guter nächster logischer Schritt. Was wäre noch ein guter Schritt? Was sind das für Dinger? Roboport MK1? Wir haben doch schon Roboport. Supply Area 100x100, 200x200. 250 jeweils. Vor allem drei rote mal 250. Alles übel. Okay. Und wir brauchen definitiv viel, 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 viel mehr Ressourcen. Eisen und Kupfer. Wie kommen wir da am besten ran? Mit den Laufdingern wäre eine Idee, ja. Mit einem gepanzerten Auto wäre es eine andere Sache. Wir werden einfach durchheizen. Das sieht komisch aus. Oh,
Automobil. Oh, wir brauchen dann Züge, um das Zeug überhaupt hierher zu bringen. Ja, erforscht bitte mal Züge. Und mein Spieleinventar ist voll. Das ist... Oh, war kurzfristig voll. Ja, ja, das ist nicht gut. Also Eisen. Da kommt Kupfer. Wo kommt das Eisen gerade her? Von da. Es wird aber auch nicht mehr so lange halten. Das da, wir müssen... Aber hier ist ein etwas größeres Eisenfeld. Das da müssten wir killen. An das kommen wir noch einfach ran. Ja, die Basis hier. Ich glaube, das sollte unser nächstes Ziel sein. Einfach hier hinlaufen, die Basis sprengen, damit wir das kleine Ding da ausbeuten können. Und dann später das da. Wobei das schon zu groß ist. Alles doof. Also es ist definitiv wesentlich herausfordernder als Vanilla und die andere Welt. Die andere Welt war echt schick, was Ressourcen anging. Hier hatten wir jetzt einfach nur Pech, dass zu wenig Eisen da ist. Aber gut, solange es noch da ist, nutzen wir das aus. Und ich sehe gerade, wir haben Probleme mit den roten Tränken. Warum? Weil du einfach zu langsam bist. Okay, du kriegst ein MK2-Modul. Zwei MK2-Module war, glaube ich, Höchstgeschwindigkeit. Module da. Bau, nachdem du die ganzen roten gebaut hast, bitte auch noch das. Also gut, nächste Folge. Nächste Folge die Basis zerstören. Und... Ja. Und überlegen. Überlegen, wie wir jetzt in Zukunft weiterarbeiten wollen. Weil ich habe nämlich eine wichtige Sache zum Beispiel auch ganz vergessen. Das sind die Produktivitätsmodule. Da wir ja Mangel haben an Eisen, sollten wir das Beste aus dem Eisen machen, was wir haben. Also ich hier nicht zwei Speed-Module reinhauen, sondern vielleicht ein Speed, ein Produktivitäts. Irgendwie so. Und vielleicht auch irgendwo eine Fabrik hinbappen für die Produktivitätsmodule MK1. Das klingt nach einer guten Aufgabe für die nächsten Folgen. Also Produktivitätsmodule, Basis töten, Gedanken machen, wie wir jetzt in den kommenden 20, 30 Folgen zurechtkommen, um nach und nach unsere Rohstoffe zu sichern und halten zu können. Also bis gleich.